Hast du eigentlich gewusst, dass du eigene Tastaturbefehle in Photoshop vergeben kannst? Ist mega praktisch, denn allgemeines Arbeiten mit Tastaturbefehlen, du wirst mega schnell, es kann dir so viel erleichtern und ich kann dich wirklich nur dazu ermutigen, dich einfach mal damit zu beschäftigen, falls du es noch nicht getan hast. Es macht aber auch durchaus Sinn, dir eigene Tastaturbefehle quasi anzulegen, denn je nachdem, ob du Linkshänder bist, Rechtshänder oder ob du mit einem Grafiktablett arbeitest, ob deine Tastatur links vom Grafiktablett steht oder rechts oder oben drüber oder unten drunter, wie auch immer, ja, also es gibt unendlich viele Möglichkeiten zu arbeiten. Und da macht es durchaus Sinn, sich das so angenehm wie möglich zu gestalten. Und ich habe dir ja schon mal gezeigt, dass du Menübefehle ein- und ausblenden kannst, aber du kannst in dem gleichen Fenster auch eigene Tastaturbefehle vergeben. Du musst einfach nur darauf achten, dass du Tastaturbefehle nicht doppelt belegst. Photoshop ist so intelligent mittlerweile, dass dich die Software auch darauf hinweist, dass ein Tastaturbefehl, ein Kürzel, wie auch immer, bereits vergeben wurde und zeigt dir auch an, mit welchem Befehl. Und dann musst du halt einfach selber entscheiden, ob du den Befehl brauchst, ob du den ersetzen möchtest oder ob du dir einfach eine andere Kombination überlegen magst.